Ja, Portugal ist dann jetzt auch überraschend auch ausgeschieden gegen die Belger. Ja, die Portugaler sind dann auch ein Stück weit wie Daniela Katzenberger. Ja, vorne schön anzuschauen, aber am Hintern mit Dellen. Ich meine, hinten mit Dellen in der Abwehr. Ja, ich bin zum Bundestrainer eben, dann sagen wir mal immer mal auch heute noch. Ja, das ist Yogi-Barometer eben, denn oh, hier auf dem Trainingsgelände von Nottingham, klar. Da hinten ist der Forest, da wohnt dann der Robin Hood, ist der Bruder vom Robert Hood. Es ist schon oh, ein Stück weit spartanischer eben dann oh, hier. Ich habe zum Beispiel jetzt kein WLAN und die Mannschaft hat kein ELAN. Ja, klar, passt zusammen, ein Balken da. Hm. Ja, ich stelle die Mannschaft gegen England wahrscheinlich oh, spiegelverkehrt auf. Was? Nee, die haben hier eben dann auf der Insel schon oh, Linksverkehr. Da muss man als Bundestrainer eben dann oh, umdenken. Der Rüdiger spielt irgendwie links und der Kimmich spielt dann, sagen wir mal, irgendwie rechts. Und der Ginter spielt irgendwie irgendwo und der Manu spielt wahrscheinlich eben dann irgendwie vorne. Ja, wobei, vielleicht lasse ich auch lieber einen Köpke spielen. Einen Andi. Warum? Ja, klar, ich denke dann schon, oh, wenn es zum Elfmeterschießen auch kommt, war klar. Wenn Wildes Haus geht, eben dann die Schande von 96 auch wettmachen, wird wieder eben dann antreten und Andi kennt eben dann schon auch die Ecke. Ja, gleich kann ich schon auch die Leute auch ein Stück weit beruhigen, dass der Leroy Sané eben dann auf der Bank sitzt. Was? Natürlich ist die Sané dann sauer, klar, aber dafür spielt eben dann von Beginn an auch der Kondensmüller wieder. Thomas! Ja, ich denke dann schon auch, die Engländer spielen dann möglicherweise im Sturm auch nicht mit Harry Kane, sondern mit Prince Harry. Bitte? Nee, der ist schon dann im Zweikampf auch mit seinem Bruder auch deutlich bissiger. Ja, ich habe schon auch gehört, das Stadion soll auch voll sein, aber es ist eben dann auch in England um 11 Uhr Sperrstunde und da trinkst du eben dann schon auch vorm Spiel. Was? Nee, der Inzidenzwert ist mir dann auch als Bundestrainer eben dann auch, sagen wir mal, relativ auch egal, aber der niedrige IQ von Engländern. Ja, der macht mir schon auch Sorgen. Nee, ich denke schon auch, dass wir... Sekunde, Mats Hummels ruft ihm dann an. Ja, Mats, hallo. Wie, du bist auf Mallorca? Nee, na klar, wie gesagt, wir fliegen auf die Insel. Aber England, Mats, England. Nö, ja, der Manuel würde eben dann diesmal nicht die Regenbogenbinde tragen. Also nicht nur, sondern wahrscheinlich eben dann auch 5, 6 andere. Was? Nee, Fridays for Future wahrscheinlich eben dann auch Greenpeace-Binde. Gegen Rassismus, gegen Pessimismus, Weltfrauentag und natürlich für den Torwart ganz wichtig, Always Ultra, die Binde für ein sicheres Gefühl. Ob ein bisschen Fußball stört bei so viel Politik? Nee, ich denke dann schon, oh, das kann man mal machen. Was ich als Bundestrainer eben dann tippe gegen die Engländer, ja klar, ich denke dann schon, oh, 1-1, weil mehr als ein Tor haben die, glaube ich, im Turnier bis jetzt noch gar nicht gemacht. Und dann gibt es eben den Elfmeterschießen, ja klar, und da braucht man eigentlich gar nicht antreten, weil das gewinnen wir auch so, aber den entscheidenden Elfer, den mache ich. Kurz vor Karriereende als Bundestrainer. What?